Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge. Wow! Nein, Part 17 und so. Wir haben letztes Mal die Frau hier angequatscht und die will deswegen so einen Kopf holen. Und das machen wir doch gerne, weil wir ständig irgendwelche Leute am Köpfen sind. Und das liegt uns voll im Blut als Troll. Yay! Nein, im Ernst. Willkommen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, die sind mir Wayne, weil ich spiele wie ich will und ich habe gerade einen Kodo geholt. Und ja. Ich brauche ein neues Mic, ich habe kein Geld für ein neues Mic. Mein Mic ist von LTF. Mein Mic ist von LTF. Und die Frau müssen wir töten, glaube ich. Müssen wir die töten? Ich glaube schon. Hab ich die Quest angenommen? Nö, müssen wir euch töten. Egal, stopp, blöde Kuh. Oh! Schluck auf, super. Ah, Kupfer. Ah, der kommt, wenn wir sie killen. Oh, alles klar. Nein, das wollte ich doch immer. Fuck. Tod abstellen, Junge. Boots in your face, bitch. Hier ist dein komischen Scheiß-Car. Jetzt muss ich tatsächlich... Na Mann, jetzt muss ich was wegschmeißen, um seinen Scheiß-Kopf mitzunehmen. So, was gibt's denn zu sagen? In diesem Part erwarten euch neue Skills, und zwar eine Menge, die ich auch binden muss eventuell. Es erwarten euch ein, in Klammern, neues Mount und eine neue Gestalt von Kurator. Wow, ja, ja. Es erwarten uns eine neue Frisur, eventuell eine neue Farbe, ich weiß es noch nicht genau. Es erwarten uns mal wieder eine Stadt, es erwarten uns neue Auktionen im Auktionshaus, ich gebe euch wieder mal ein paar Tipps. Es erwarten uns eventuell Level 17. Wow! Neue Handgelenke mit... Und das war's. Ja, das war's. Vielleicht holen wir uns auch neue Beutel, keine Ahnung. Es gibt neue Handgelenke mit 32 Rüstung und 2 Beweglichkeit. Beweglichkeit, wie wir alle wissen, ist mehr Schaden für uns, mehr Ausweichen, mehr Crits, höhere... nicht mehr Crits. Doch, mehr Crits, weil die Chance erhöht wird. Und ja. Bam. So, also ziehen wir den Kack doch mal an. Armschienen werden generell nicht angezeigt. Wir haben jetzt welche an, Handgelenke, aber guck mal. Nee, kann ich schlecht zeigen jetzt. Nope. Nope. Das lasse ich mal fett. Also, Armschienen sieht man generell nicht so gut und denke ich, sind auch irgendwann werden die rausgepatcht oder was, aber ist total Schwachsinn inzwischen. Ratatatatata. Ey, Blitzschlagschild und so ist auch dabei. Hack, hack, hacke Peter. Ah, mir fällt gerade was ein. Ich hatte im letzten, ich glaube in Part 14, da war das, wo ich so lange, extrem lange Pause hatte. Was heißt extrem? 2 Wochen. Naja, gut, für meine Verhältnisse. Und, da habe ich auch dieses Coney-Video gesehen. Für alle, die wissen, wer Coney ist und wie was für eine Scheiße er abzieht und so. Daumen hoch, bitte. Das ist würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie viele meiner Abonnenten ziemlich, naja, sozial in Klammern sind und die das halt interessiert. Ich meine, jetzt alle, die es nicht kennen, ist auch okay. Ich kannte das auch bis vor kurzem nicht. Und von daher könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, Coney, bla, diesen ganzen Scheiß da. Das ist total abgefuckt und würde mich mal interessieren, wer das überhaupt kennt. Ansonsten, falls ihr es nicht kennt, guckt euch das an. Ich versuche das hier zu verlinken, wenn ich dran denke. Und will jetzt auch gar nicht kommerziell sein. Es ist hier ein Let's Play und ich will euch gar nicht, auf die Nerven gehen. Dafür hört ihr meine Stimme schon lange genug. Ich habe bei 1500 Videos online. Das ist echt eine Menge, finde ich. Von daher ist es ja schon irgendwo eine Premiere. Das sind locker mal eben 30 Tage oder so. Oder 20 aus meinem Leben, die ich immer aufgenommen habe. Klingt jetzt nicht so viel, aber hey. Rede mal 20 Tage, du Arschloch. Und dann kannst du haten. Haters gonna hate. Smelling like poo. So, besucht das rosa Raptorennest. Da ist das andere. Ich weiß jetzt nicht mehr. Nee, das andere ist oben. Das habe ich früher mal verdaddelt. Aber da kommen wir gleich hin. Das ist nämlich nicht das hier und auch nicht das da. Sondern ganz einfach. Es ist an der Seite hoch und dann ist da das gelbe. Wir haben noch eine Feder, die wir dann packen müssen. Zack. Warum müssen wir überhaupt irgendwelche Federn platzieren? Das ist doch alles total Schwachsinn. Nein, das hat mit einem komischen Ritual der Tauren zu tun. Diese eine Taure hat uns darum gebeten. Nein, die Frau war das. Das ist ein Orken-Ritual. Die Raptoren geben Fleisch, geben
Waffen teilweise durch ihre Klauen und sind halt auch gute Begleiter für Hunter und alles. Und deshalb beten die Orks in Klammern dafür, dass sie halt nicht aussterben, dass es denen gut geht und so. Und wir müssen sie halt jetzt töten, damit die neue Generation auch geboren werden kann. Und sollen hier ihre Eier quasi segnen. Und damit haben wir das auch erledigt und können endlich mal diese verdorften Quests jetzt alle abgeben. Wenn ich mich nicht irre, ist das hier Part 17 und ich denke, dass wir gleich Part Level 17 auch erreichen. Deswegen finde ich das ziemlich cool und knorke. Aber hey, wer findet das nicht? Und Alter, ich muss echt mal schlafen gehen, verdammte Scheiße. Heute darf ich mal wieder über Nacht rendern. Weil ich dachte, ich kann heute hochladen, aber das wird nichts mehr. 100 nicht. Und ich glaube, ich habe das Problem rausgefunden, warum ich so lange nicht hochladen konnte. Google Chrome sagt fürs Hochladen, denke ich mal. Es ging eine Zeit lang richtig gut, aber inzwischen stimmt da irgendwas nicht. Weil, naja, es bricht halt dann dauernd damit ab. Deswegen bin ich auf Mozilla wieder, was das Hochladen zumindest angeht. Das nutze ich immer noch Chrome. Und, ja. Dann gehe ich halt immer auf Mozilla, lade hoch und Chrome nutze ich dann halt für meinen privaten Scheiß, Facebook, YouTube, bla. Ich habe übrigens eine neue Playlist, ich weiß nicht, ob ihr die öffentlich sehen wollt mit meiner Musik, da sind sehr viele Death Metal Bands und allgemein ist das eigentlich die komplette Playlist von Oobasi, die ich einfach kopiert habe. Falls ihr die Oobasi kennt, könnt ihr auch noch einen Daumen hoch geben, würde mich sehr freuen. Oder meine Pam schicken. Das ist so einer der bekanntesten Death Metal Channels auf YouTube, der hat glaube ich 20.000 Abonnenten, ich kenne ihn, der hatte der 200 und gerade mal die Hälfte an Videos. Der lädt unbekannte Musik hoch. Soll heißen, die könnt ihr für... Oh, ich habe kein Pad draußen. Die könnt ihr für Minecraft Let's Plays oder andere Let's Plays benutzen. Ist jetzt keine Erlaubnis von mir. Ich würde es euch empfehlen. Ihr müsst es aber nicht. Und achtet auch darauf, ob ihr die Musik bei dem kaufen könnt, wenn ihr euch das Video anguckt. Oder nicht. Weil dann kann es auch sein, dass die Musik geschützt ist. Lest euch die Beschreibung davon durch und dann sollte das auch passen. So, ich werde es erstmal verkaufen, da ich eine Menge Scheiße dabei habe und mich das derbe anknödelt. Generell gesagt, Sachen, die ich verkaufen will, packe ich immer oben hin, damit ich die ja nicht vergesse, weil die sind weiß, die sind schön, die sind knackig frisch. Wir haben eine Menge Repkosten, 45 Kupfer hatten wir. Sind aber auch gestorben, muss ich dazu sagen. Hier gibt es eine Menge neuen Kram. Für spätere Levels, die interessiert uns aber nicht, weil der ist nicht gut anscheinend. Der Schneidereilehrer, das waren auch noch Zeiten früher. Ah, eine Wolltasche. Aber die kriegen wir jetzt nicht mehr hin und Schneiderei will ich allgemein nicht machen, als schon mal, ne? Nein. Nein, nein, nein. Was war das jetzt ab? Guck doch mal, was da steht. Gut, das verfickte Wegekreuz hat sich verändert. Und zwar gibt es hier auch Lehrer. Und das wusste ich bis jetzt nicht. Gut. Und ist ja auch okay. Wir müssen gehen trotzdem nach Orgrimmar. Ich habe eine Menge zu tun da. Auf jeden Fall. Legen wir noch von vorne los. Geister an. Wir können einen Spieler wiederbeleben. Nach einem Kampf, also nicht im Fight. Und der hat dann ein paar Leben und ein paar Mana. Und lebt dann halt wieder. Ist also unser Retz. Reinigen. Reinigen. Entfernt einen magischen Effekt von einem Feind. Nutzt diesen Zauber bei Gegnern, die über geschützte Barrieren oder Effekte verfügen, die sie fortlaufend heilen oder und so euren Angriff behindern. Sprich, wenn der Gegner, was weiß ich, Verjüngung oder Erneuerung oder so einen Scheiß drauf hat, kannst du es einfach runternehmen. Das ist eigentlich ein ganz geiles Ding. Totem der Flammenzunge. Ist ein Totem, das erhöht unsere Zaubermacht. Das haben wir jetzt hier im Reiter. Da, Totem der Flammenzunge. Junge! Bringt uns aber relativ viel, da ich das auf STRG also Stück 2 gebeindet habe. Und naja, erhöht unsere Zaubermacht um 6%. Ist nicht viel, aber also jetzt Klopper zumindest. Aber ist auf jeden Fall eine Menge in Klammern. Dumm gesagt. Ich benutze auf jeden Fall ab jetzt immer das, weil es ist nützlicher für mich. Und später mit einem Skill benutzen wir dann wieder das andere. Aber momentan finde ich das besser. Das hat jetzt mit dem Level was zu tun, von daher gewöhnt euch erstmal an das. Flammschock. Verursacht sofortigen Feuerschaden. Quasi ist das wie der Erdschock. Und lässt das Ziel zusätzlichen Feuerschaden über einen bestimmten Zeitraum erleiden. Setzt diesen Zauber früh im Kampf ein, damit der fortlaufende Schaden den meisten Nutzen entwickeln kann. Sprich, das ist ein
Erdschock, ein halber, der dann aber ein Dot nochmal um 75% des Schadens macht über Zeit. Ich weiß nicht, welchen ich ab jetzt benutzen werde. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei Erdschock, weil der die Nahkampfangriffskraft des Gegners verringert und das ist nützlicher für mich momentan, finde ich. Ja. Geisterwolf. Verwandelt euch in ein Geisterwolf, was eure Bewegungstempo wird. Sprich, ist unser Mount bis Level 20. 4 Level. Ja. Und unser Windstoß ist ein Kek. Sprich, wir können keken. So. Dann packen wir jetzt mal die Skills rein. Und zwar Flammschock oder Dirtschock. Müsste ich mal gucken, was mir Schaden macht. Aber egal. Ich bleibe bei Erdschock und deshalb ziehe ich mir den auch nicht rein. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Reinigen. Na gut, nehmen wir den mal mit. Den packen wir hier auf meine 11. Auf meine Razor. Und Windstoß brauche ich auch nicht. Den packen wir auf die 0. Das ist die Taste. Da komme ich sowieso nicht ran. Und 15 Sekunden Cooldown ist mir sowieso viel zu lang. Deswegen, ja. Gut, Geisterwolf ist unser Mount, den packe ich mir da oben hin, dann darf ich auch mal klicken. Weil ich mache noch kein PvP, deshalb muss ich den, finde ich, noch nicht binden. Und alle, die sagen, du bist so ein scheiß Klicker, nervt nicht. Ihr seid alle scheiße, ihr das Bau. So, unseren Retz packen wir auch mal. Oder, keine Ahnung, dahin. Den Retzen tun wir auch noch nicht. Und das kann man auch ruhig mal klicken, da man das sowieso nicht im Kampf benutzen kann, ihr Spatten. Und ich rede jetzt nur von den Leuten, die sagen, Klicker sind scheiße. Klicker sind nicht scheiße. Im PvP sind Klicker absolut in Ordnung. Ich meine, ich bin selber halb und halb. Ich bin für PvP nur Mausspieler mit Shift und S und Strick-Kombis. Mit meinem Add-on-Click. Aber sonst bin ich halt auch irgendwie Klicker, so halb und halb. Ist ganz komisch. Na, ach, habt eure Meinung, ist mir alles ziemlich Wayne. Ist alles leider einhändig, zweihändig. Nehmen wir erstmal zwei Tränke mit. Nicht so sinnvoll, aber so eigentlich nicht. Es sind ein paar Leben, die mir jetzt auch den Arsch gerettet haben. Fast. Damals den brauchen wir nicht. Naja, doch, vielleicht. Behalten wir einfach mal. Ist leider alles zweihändig, sonst hätte ich was davon mitgenommen. Zweihändiger Streitkolben. Der ist zum Beispiel sehr gut für Krieger oder sowas. Und das ist hier was für Druiden mit der Ausdauer. Für Bärchen. Die Mana-Tränke, die brauchen wir aber nicht als Klopper, da wir sowieso nie umgehen. Ich muss nur mal kurz noch mein Addon verändern, und zwar hier, Klick, das will ich löschen, denn ab jetzt packen wir ein anderes Totem hin, und zwar dieses hier, das, STG2, Enable, Disable, Binding Sets, Global Binding, fertig, STG2, zack, wir setzen dieses Totem. Ist eigentlich ein relativ einfaches Addon und so und solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Auf jeden Fall können wir jetzt als Geister durch die Gegend laufen, Junge. Und geben erstmal die restlichen Quests ab, die wir alle angenommen haben. Veränderte Wesen, das war das mit den Schildkröten. Warm, Junge. Level 17. Und das waren der fokussierte Schläge Stufe 3. Somit haben wir jetzt 45% des urtümlichen Schadens von urtümlicher Schlag. Später wird das noch ganz anders mit dem Sturmschlag, aber da kommen wir als erst ab Level 30, 29, irgendwie so in der Richtung. Kommen wir da ist drauf wieder zurück. Das hat uns jetzt noch nicht so viel zu interessieren. Das ist eigentlich einfach, da die es bringt und das mehr Gold gibt, nehmen wir die Quest. Bringt nach Ratchet. Hier sollen wir wieder nach Ratchet, müssen wir ein paar Sachen abgeben. Ist in Ordnung, machen wir aber nicht jetzt, da ich gleich erstmal nach Orgrimmar, wie gesagt, gehe. Was hat Talk noch für uns? Meldet euch in so einem neuen Gebiet. Cool, wir haben das Wegekreuz somit durchgequestet, glaube ich. Hier gibt es keine neuen Quests momentan. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Dann können wir nach Orgrimmar. Ich kann mich ein bisschen um mein Geld wieder kümmern. Außerdem wollte ich mal zum Friseur und ein bisschen die Stadt zeigen. Keine Ahnung, vielleicht hole ich mir noch ein paar Berufe. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt alles in Orgrimmar mache. Aber hey, ich kann es immerhin. Außerdem wollte ich noch wissen, in den Kommentaren von euch jetzt in diesem Video, auf diesem Video gepostet, ob euch das besser gefällt, wenn ich nachts aufnehme oder über Tag. Das hatte ich schon mal gefragt. Ist aber mehrere hundert Parts von Scizor her. Von daher wollte ich eure aktuelle Meinung mal hören. Und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lässt. So, das ist also Onyxia, der Horden-Server. Sieht eigentlich ganz nett aus. Hey, da ist cool gemacht. Schön an der Familie. Fällt mir jetzt aber auch nicht ein, was das ist. Ist aber Schlachtzugsbrowser. Ach, egal. Idiot, Stärke für... Oh Gott. Wiederherstellungs... Ich will nicht sagen, das ist doch alles peinlich. Also manche Spieler haben echt Scheiße im Kopf. Ich bin nicht der Beste, das sage ich ja nicht. Aber hey. Ah, ja.
Guten, wir sind im Aktionshaus. Damit wollte ich auch jetzt nicht weiter irgendwas machen. Gucken wir mal nach. Also, machen wir unser Beutel auf. Das geht auch mit Shift B. Ich weiß, aber das ist mir jetzt auch egal. Was haben wir denn hier? Ach, fuck. Das sind 3 Gold wert momentan. Na gut, dann machen wir es einfach mal ganz schlau. Packen das für 2 Gold rein. Ich kann jedes Gold gebrauchen momentan. Von daher ist es eh scheißegal. Das haben wir gedroppt und haben wir droppen lassen. Und so, diesen what the shit. Moment mal. Also, der billigste ist 23 Gold. Ein Stack. Das sind, packen wir einfach für 15 Gold rein. So, einmal 15 Gold. Der wird sofort gekauft. Kann ich euch garantieren. Und wie viel ist 5? Wie viel kann ich... Ach, und dann packen wir die einfach nochmal für 10 Gold rein. Damit ich ja den Preis schön runterdonner. Ist schwachsinnig, aber für Level 17 ist es scheißegal. Hauptsache ihr kriegt euer Gold. Von daher... Packt das alles so billig wie möglich rein. Hauptsache ihr kommt ein bisschen Cash. Das ist eigentlich wichtig, denn ihr braucht es wirklich. Es hilft euch tatsächlich richtig viel. So, was haben wir denn hier? Okay, ich habe mich vertan. Das Scheiß ist hier nicht so viel wert. Hätte ich mir jetzt anders vorstellen können, weil sie droppt einfach keine Sau mehr und das Ding macht einen größer. Habe ich mich vertan. Da sind mir tatsächlich die paar Silber jetzt auch nicht das Wert. Deswegen kann man das auch mal an Händler verkaufen. Es kommt aber natürlich auch wiederum auf euren Server an. Jetzt auf Onyxia ist es nicht so viel wert, kann ich verstehen. Aber hier zum Beispiel, ein so ein Fleisch ist fast ein Gold wert. Und dann packen wir mal einen 10er Stack für... Ach, scheiß drauf. Packen wir einfach das nochmal für ein Gold rein. Und das, wie viel ist das wert? Robuster Stein? Nein, das Raptorenei. Schaut mal hier. Ihr kriegt 4 Stück, 1 Gold 50. Und 12, okay, das ist unterteuert. Also das ist sehr billig gemacht. 2 Gold für 12. Packen wir einfach mal komplett für 2 Gold rein. Dann wird der Scheiß auch weggekauft. Von daher, fuck drauf. So, jetzt haben wir ungefähr... Naja, es passt ja perfekt. 25, 30 Gold im Aktionshaus. Sollte alles weggekauft haben, haben wir schon 35 Gold auf Level 17. Das ist eine ordentliche Stange Holz. Und, boah, ist einfach gemacht. Das hat nichts mit Können, Tun oder was auch immer zu tun. Ihr müsst einfach Glück haben, was Drops angeht und so. Und, naja, das war's schon. Übrigens, ich will nicht, nee, ich will nicht spoilern. Das ist abgefuckt. Ah, das sage ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Händler ist. Da hinten ist einer. Ey, cool, ein Schurke. Moicheln. Gefällt mir. So. Nimm mal meinen Scheiß ab. Danke, du Penner. Geisterwolf. Dann latschen wir mal kurz zum Friseur. Und dann geht's gleich wieder zurück ins Wegekreuz. Den Aktionshauskram haben wir jetzt... ja, gemacht. Und dann denke ich, machen wir die Tage nochmal eine Ini, damit ich ein bisschen an Equip rankomme, ein bisschen Gear und alles so einen Scheiß bekomme. Da gibt es auch eine Menge Quests in Dungeons, deswegen solltet ihr versuchen, jeden mitzubekommen. Außerdem ist es endnervig, falls ihr Erfolge geil seid, so wie ich, auf dem... Verdammter Schluck auf! Auf dem Endlevel... Auf dem Endlevel die nochmal nachzumachen. Von daher solltet ihr versuchen, wirklich jeden mitzunehmen, ihr Ding hier. Alter. Also einfach mal jeden durchgehen und so. Wisst, was ich meine? Do you know what I'm saying, man? Do you know what I'm saying? I don't know. Und entweder spezifisch oder zufällig einfach mal jeden durchrattern. Finde ich, lohnt sich. Ich habe das damals mit meinem Main Rover, glaube ich, auch gemacht. Am Ende haben wir 3 Inis gefehlt, weil ich dafür einfach keine Gruppen gefunden habe. Selbst als ich Tank war. Und daher, es hat sich... So zeitlich ist das das Beste, was ihr machen könnt. Wenn ihr in der Folge geil seid... Batman! Oh, wow. Ballonquest gibt es hier auch. Und ich glaube, ich mach die jetzt sogar. Scheiße, 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 scheiße. Geil. Fuck. Tod Nummer 2, fertig. So. Ballonquest bei Jagger. Junge. Warte mal. Ballons sammeln wir mit meinen Abonnenten jetzt.
Wieso kenne ich keiner von Uxia und hab hier angefangen? Aber ich könnte Server-Transfer machen. Aber nö, mal gucken, vielleicht. Ich habe eine Woche Freidings bekommen, deswegen kann ich jetzt einen kostenlosen Server-Transfer machen. Vielleicht mache ich es, vielleicht mache ich es nicht. Keine Ahnung, mal schauen. Und wenn, dann müsstet ihr mir auch sagen, wo, damit ich dann... Oder ich gehe auch von Toni, das... Ach, keine Ahnung. Da ist ein Ballon. Da ist ein Ballon, Junge. Nummer 1, 1, 1, 1, 1. Zeit verlorener Protodrache. Homo, du bist Noob. Kein Real Life, verpiss dich, hässlich, Noob, scheiße. Das sagst du nur, weil du den selber nicht hast. Halt die Fresse. Na und? Lalalalala. Lalalalala. Nummer 2. Wo sind denn... Wo sind die 3? 3! 3! 3! Hihihihi. 3. Nummer 4, wo bist du? Ich suche dich schon mein ganzes Leben. Wo bist du? Ha? Scheiße, das ist scheiße. Nop, 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 nop. Oh? Nee. Nee, nee, nee. Sowas kommt mir nicht in die Tüte. Wo ist mein Pad? Leichnam? Junge, ich lebe doch, du Homo. Hä, das ist Titan. Was ist das denn für ein Bug? Willst du mich verpumpernickeln? Ich nickel deine Pumpernickeln. Oh, Ballon Nummer 4. Guck mal hier, guck mal klar. Wieso hat der Schaman Schultern bekommen? Hat wohl keiner gebraucht. Oder das sind die mit Bewe. Jup, jup, jup. PvP. Der macht kein PvP, hat aber eine Insel, ein Idiot. Oh. Naja gut, ich habe genug gelästert. Gehen wir mal zum Friseur, vielleicht gibt's ja was Schönes. Wobei mich auch hier eure Meinung interessieren würde. Die ist endgeil, die Frisur. So mal ein schönes Orange-Gelb, so, das ist auch fresh. Oh, das gefällt mir, Junge. Wow. So, sehr geil. Sehr, sehr geil. Rastafari, grid jetzt nur noch so, weil Trolls sind voll high, Junge. Das, der vierte Ballon. Ich laufe nochmal die Runde zu Ende. Und dann muss ich den ganzen Kram hier nochmal rendern. Ey, jetzt sind locker 100 GB, die ich zu verarbeiten habe. Am Ende kommen da ein paar GB raus, aber... Ja, dauert trotzdem seine 3-4 Stunden zum Hochladen. Das müsst ihr auch mal respektieren. Das ist eine Menge Arbeit hier, Junge. Was ist denn das hier? Ein Fury. Mit LFR und Normalschwert. Hat aber noch die alten Schultern. Tja. Nein, ist eigentlich okay. Ich meine, die 410 kritische Trefferwertungen sind gerade mal 2,3%. Von daher ist es total crap, aber die 406 Stärke sind halt overpowered. Aber gut, Auslöschung ist top. Das würde ich nicht machen. Ich socke lieber 50 Stärke als naja, 20, weil kritische Trefferwertung ist zwar für einen Krieger sehr wichtig, damit sich der Schlaghagel auslöst. Desto mehr Crit man hat, desto öfter kommt halt auch ein Crit. Aber naja, das ist mir nicht wert, weil der Auto-Hits macht bei mir meist top on top erste Stelle. Deshalb ist Stärke für einen Krieger, finde ich, der absolut wichtigste Stat. Und naja, da scheiße ich lieber auf 10 Bonusstärke und krieg lieber 20 normale Stärke und hab dann naja 10 Stärke mehr oder 20. Ach, ist schwer zu erklären für alle Neulinge. Sorry, dass ich euch verwirrt habe, aber ich suche gerade meinen Ballon und ich verzweifle hier. Meine Musik aus? Nein. Nicht so derbe leise, keine Ahnung, Junge. Fleischklops, Junge. Wow, der ist gesockelt und VZ. Okay, nö. Doch, tatsächlich. Nur die Schultern nicht. Hat aber noch keinen Ruf.
Ich habe keine Ahnung vom Decay, wirklich nicht. Nur ein bisschen, ganz, ganz bisschen vom Anaroli, nur ein bisschen, bisschen. Aber als Blut kann man da nicht tatsächlich auch mal auf seine Waffen verzehrt, jetzt nicht unbedingt für PvP, aber allgemein mal so, da ist doch ein Ballon, auch mal Dings benutzen. Hier, wie heißt das? Die gefallene Kreuzfahrer-Rune. Weil ihr müsst es so sehen, die heilt euch, zwar ein bisschen, aber sie heilt euch um 3%. Ich meine, das ist mit 200k, was weiß ich, 6k oder so. Dann gibt sie euch 15% mehr Stärke, heißt ihr macht mehr Aggro, heißt ihr macht mehr Schaden. Und Parieren wird auch erhöht, da Stärke Parieren erhöht. Und gerade beim Decay, das übelst stark ist, was weiß ich, wie viel Parieren da rauskommt. Ich könnte mir locker vorstellen, 2-3%. Es ist ja gar nicht so schwachsinnig, würde ich sagen. Und naja, wenn im Raid der Schaden fehlt, könnte ich mir das echt praktisch vorstellen. Mein Steinhardt-Gargoyle ist voll mit der mehr Rüstung und mehr Ausdauer oder was auch immer die bringt, aber ich glaube, Kreuzfahrer wäre auch nützlich. Könnte ich mir schon vorstellen. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch schnell zum Flugmeister hoch und dann, denke ich, mache ich den Part auch wieder zu. Welches Level ist die Gilde? Gildenlevel? Ich weiß, es ist abgefuckt, aber hey. Mehr Bonis sind mehr Bonis und die brauche ich nun mal. Sorry. Verlesen. Ah. Ich war doof. Da steht doch Gildenlevel, Mann. G-Level 7. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich bin ein Noob und ja, das war eine Google-Frau. Oh mein Gott! Aber, naja. Ja, die neue Frisur und so gefällt mir jetzt nicht so gut. Die alte gefällt mir besser, aber... Aber hey, Rastafari, yeah, baby. Ist schon cool. So. Wieso hab ich da eine Quest? Hm. Ist mir schon ein Rätsel, ja? Ja. Wie geht's denn so? Ja. Space Unicorn. Gut, hier mache ich dann den Part zu. Ist eben vom Briefkasten, dass wir das Gold abholen können. Ja, da. Da oben, bitte nicht unten, sondern hier oben. Ja, tatsächlich, geil. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Nehme jetzt die Tage nochmal auf. Ein Ini auch in den nächsten paar Parts. Und von daher, naja, bleibt gespannt. Euer Dab. Bis die Tage. Tschüss.